Sehr geehrter Herr Staatssekretär Fitt, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es freut mich außerordentlich, Sie zur diesjährigen ÖFIT-Konferenz so zahlreich begrüßen zu können. Mein Name ist Ina Schieferdecker, ich bin Institutsleiterin von Fraunhofer und es ist einfach wunderbar, dass wir immer wieder auch, wie ich finde, sehr aktuelle Themen in Gang setzen können und ein interessantes Programm zusammenstellen. Wir sind das Fraunhofer-Institut für offene Kommunikationssysteme. Seit bald 30 Jahren beschäftigen wir uns mit innovativen Informations- und kommunikationstechnologischen Lösungen und wie wir sie im öffentlichen Raum implementieren. So sind wir unter anderem Forschungspartner vom BMI rund um die Fragen zur öffentlichen IT. Wir sind das Sprecherinstitut für das Fraunhofer Leistungszentrum Digitale Vernetzung oder aber engagieren uns zu Fragen der öffentlichen Sicherheit, neuen Mobilitätsangeboten und Datenökonomien, Nachhaltigkeit und anderem. Heute wird es um Algorithmen, um die Automatisierung der Gesellschaft gehen. Erlauben Sie mir daher als Mathematikerin jetzt keine Definition von Algorithmus zu geben. Das beschäftigt in der Tat die Mathematik, also auch die Philosophie schon sehr lange. Aber ich würde gerne zwei Punkte machen. Zum einen glauben viele, weil Algorithmen 0-1 kodiert sind, dass sie nur Ja oder Nein können. Dem ist nicht so. Algorithmen können auch ein Vielleicht. Dazu nutzen sie Daten, unter anderem Datenanalytik, Big Data. Sie nutzen Heuristiken, Empirien, Statistiken. Das heißt, auch mit Algorithmen, mit Automatisierung können wir nicht nur schwarz-weiß, sondern alle Grauzonen dazwischen abbilden. Und wenn wir uns jetzt fragen, wie berechenbar oder unberechenbar Dinge sind, es gibt unberechenbare Probleme, auch da gehe ich nicht drauf ein, aber es gibt unendlich viele berechenbare. Und das ist der spannende Teil. Also da, wo wir einen Algorithmus verstehen, wo wir an die nötigen Daten kommen, dann kann gegebenenfalls der Algorithmus die sichere, zuverlässigere, vertrauenswürdigere Alternative sein. Und dann ist natürlich die Frage, wie viel wollen wir auf diese Maschinen übertragen? Welche Entscheidungs-, Verhandlungsprozesse wollen wir den Maschinen geben? Sind sie legitimiert, Entscheidungen für uns zu treffen? Wann wollen wir sie legitimieren? Wie wollen wir das absichern? Ich könnte ewig lange weiter drüber sprechen, aber nehme ich jetzt zurück und habe die Freude an unseren Leiter des Kompetenzzentrums öffentliche IT, Peter Paritschek, zu übergeben. Dankeschön und einen wunderbaren Tag, gute Diskussionen und neue Erkenntnisse hoffentlich. Vielen Dank, Ina, für die sehr lebhafte Einführung. Die Begeisterung ist aus deinen Augen gesprungen bei diesem Thema. Vielen Dank an alle, dass Sie gekommen sind und ja, offensichtlich ein großes Interesse an diesem Thema besteht, an der Algorithmisierung der Gesellschaft. Mein Name ist Peter Paritschek, ich komme aus Österreich, wie wahrscheinlich nicht zu überhören ist, und ich habe die unglaubliche Freude und Ehre, seit Juli die Leitung des Kompetenzzentrums für öffentliche IT übernommen zu haben, welches am Fraunhofer Focus Institut angesiedelt ist, eingebettet ist und eine unglaubliche Vielfalt ermöglicht in Kooperation im Haus, aber auch mit externen Kooperationspartnern. Und vielen Dank für die Förderung durch das BMI, durch das Bundesministerium des Inneren an dieser Stelle. Was machen wir? Wo liegt unser Hauptfokus? Wir beobachten technologische Veränderungen. Wir beobachten aber auch Veränderungen innerhalb der Gesellschaft, die durch Technologie initiiert werden, und bewerten dann diese Veränderungen auf ihre Relevanz für Politik und Verwaltung. Das ist unsere Hauptaufgabe. Das heißt, wir bauen auf den Ergebnissen der Grundlagenforschung auf und analysieren diese Ergebnisse in weiterer Folge auf ihre Relevanz für Politik und Verwaltung, um dann auch in weiterer Folge Handlungsempfehlungen für Politik und Verwaltung zu geben. Unter anderem tun wir das auch dann wiederum in enger Zusammenarbeit in Form von Demonstratoren, um das angreifen zu können und das dann im Diskurs auch in weiterer Folge zu erarbeiten und
zu dieser Diskursform haben wir heute eingeladen und deswegen vielen Dank, dass Sie so zahlreich gekommen sind und ich freue mich schon auf einen sehr intensiven Austausch, einerseits von den fachlichen Inputs und andererseits natürlich in der Diskussion. Für uns ist es heute der Startschuss und für dieses Thema, dieses aufzubereiten in den nächsten 1 bis 2 Jahren. Vielen Dank an der Stelle auch an den Staatssekretär Fitt, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute dann in eine der ersten zentralen Statements aus Sicht der Verwaltung zu geben. Und damit bin ich auch schon am Ende meiner Begrüßung und freue mich auf eine spannende Diskussion. Lieber Resa, vielen Dank für deine unglaubliche Organisation, der alles zusammengetragen hat. Bitte um deine Worte. Ja, vielen Dank. Guten Morgen und herzlich willkommen auch von mir. Bevor wir zum ersten eigentlichen Programmpunkt kommen, würde ich gerne ganz kurz in wenigen Sätzen hinführen zum Thema. Danach gibt es 2, 3 organisatorische Anmerkungen und dann können wir auch loslegen. Aber erstmal vielleicht die Frage, warum möchten wir uns im Rahmen der Arbeit, Peter hat es kurz dargestellt, im Rahmen unserer Arbeit beim ÖFFIT mit dem Thema dieser Konferenz beschäftigen. Ein inhaltlicher Schwerpunkt unserer Arbeit liegt auf Informationstechnologien im öffentlichen Raum, die grundlegend sind für gesamtgesellschaftlich relevante Kommunikation und Kommunikation hier durchaus im weitesten Sinne verstanden. Aus dieser Relevanz, aus dem öffentlichen Charakter ergibt sich für den Staat die Aufgabe, diese IT-basierten öffentlichen Räume zu schützen und sicherzustellen, dass sie ihre Funktion als Kommunikationsraum auch erfüllen können. Das ist die Ausgangssituation. Von dieser Ausgangssituation ist es eigentlich nicht mehr weit zum Thema dieser Konferenz. Ganz allgemein gesprochen, mit der Algorithmisierung dieser IT-basierten öffentlichen Räume stellt sich erstens die Frage, welche Schutzbedarfe und Schutzverantwortung entstehen, um die sich Staat und öffentliche Hand kümmern sollten. Und zweitens, es ergeben sich natürlich auch ganz neue Möglichkeiten, neue Werkzeuge, neue Methoden, um diesen Verantwortungsbereich auch zu gestalten. Das ist fürs Erste sehr allgemein und abstrakt gehalten, soll sich aber sagen, mit Blick auf die 3 Themenfelder, die wir heute diskutieren möchten, sagen, konkretisieren. So zumindest der Plan. Das genügt erstmal an dieser Stelle als inhaltlicher Einstieg. Wir haben ein ziemlich dicht gepacktes Programm. Und ich möchte den Stab so schnell möglich weitergeben an unseren ersten Gast, aber vorher nochmal ganz kurz einige organisatorische Anmerkungen. Erstmal möchte ich mich bedanken bei den Gästen, die sich hier die Zeit genommen haben, um vorzutragen, mitzudiskutieren auch und auch zu moderieren. Herzlichen Dank auch vom Rest des Teams. Ein kurzer Blick auf die Agenda. Sie haben diese Broschüren auf den Stühlen jeweils liegen. Wir werden Möglichkeiten und Auswirkungen algorithmischer Systeme in 3 Themenfeldern diskutieren, die wir versucht haben, zumindest auf dem Papier getrennt voneinander zu skizzieren. Geplant sind jeweils kurze Impulsvorträge von 15 Minuten. Das gilt nicht für unsere ersten 2 Vorträge, die sind etwas großzügiger bemessen, aber die Vorträge in den jeweiligen Blöcken sind für 15 Minuten angelegt und danach gibt es dann jeweils sozusagen eine längere moderierte Diskussion, in der die Themen auch vertieft werden können und am Ende dieser Diskussion nehmen wir uns auch Zeit für Fragen aus dem Publikum. Zweite organisatorische Anmerkung, Sie sehen hinten ziemlich viel Technik aufgebaut. Es gibt einen Livestream dieser Veranstaltung, der auch auf heise.de zu sehen ist. Guten Morgen also auch an die Zuschauer im Netz und vielen Dank auch an Heise Online für die Kooperation. Sie können auch twittern, kaum zu übersehen, das ist unser Hashtag, wenn Sie möchten. Genau, ein letzter organisatorischer Punkt noch, wir haben draußen am Counter eine Algorithmendruck Station eingerichtet. Dort können Sie sich in den Pausen von einem Algorithmus eine individuelle Grafik erstellen lassen. Dieser Algorithmus ist auch verantwortlich für die Grafik auf den Broschüren, die Sie da sehen. Er folgt einem bestimmten Regelwerk, um die Linien zu zeichnen. Und in diesem Regelwerk gibt es Faktoren, die nach dem Zufallsprinzip funktionieren. Und wenn man diesen Zufallsprinzip ersetzt durch eine feste Größe, zum Beispiel Ihren Namen, den Namen Ihrer Katze, ein Geburtsdatum oder
eine Webadresse, dann gibt es eine personalisierte Kunst, die Sie ausdrucken und mitnehmen können. Mein Kollege Fabian steht am Empfang nachher, der auch diesen Personalisierungsteil programmiert hat und erklärt Ihnen das doch mal, wie das funktioniert, wer es genau wissen will und leitet Sie da an. So, wir kommen jetzt zum ersten inhaltlichen Punkt im Programm und ich freue mich, dass wir diese Konferenz beginnen können mit einer Eröffnungsrede von Herrn Klaus Fitt, Staatssekretär im Bundesministerium des Innern und Beauftragter der Bundesregierung für Informationstechnik. Herr Fitt wirft in seiner Rede einen Blick nach vorn auf die Chancen von Algorithmen und Automatisierung in der Verwaltung der Zukunft und weist auch auf die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen im öffentlichen Sektor, damit sich diese Chancen auch tatsächlich realisieren können. Lieber Herr Fitt, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie die Zeit sich genommen haben. Zu? Jawohl, vielen Dank. Ja, sehr geehrte Frau Professorin Schieferdecker, sehr geehrter Herr Professor Paritschek, sehr geehrte Frau Professorin Jung, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte mich erstmal bedanken, dass ich hier die Möglichkeit habe, mal aus Sicht der Verwaltung darzustellen, wie wir das Thema Algorithmen adressieren möchten. Ich würde aber erst allgemein auf Digitalisierung eingehen. Und Sie werden sehen, wenn man etwas automatisiert, sollte man die Cybersicherheit nicht ganz außer Acht lassen. Das ist zumindest ein Aspekt, den man berücksichtigen muss. Und dann das Vertrauen, dass wir das nicht verspielen bei Bürgern und Unternehmen. Das wird ungefähr der Scope sein von dem, was ich Ihnen vorstellen möchte. Wenn ich jetzt mal beginne, würde ich sagen, wir sind uns bestimmt einig, dass die Digitalisierung alle Bereiche der Wirtschaft, der Gesellschaft und des Staates betrifft. Mit ihr verändern sich die Prozesse und Abläufe in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft grundlegend. Um der Herausforderung der Digitalisierung angemessen begegnen zu können, benötigen wir eine moderne und sichere Verwaltungslandschaft, die föderale Grenzen überwindet und die Vorteile der Digitalisierung zu nutzen weiß. Ein wesentliches Element bei der Digitalisierung sind die Algorithmen. Sie ermöglichen auf der Basis von großen Datenbeständen und der enorm hohen Rechengeschwindigkeit Informationsanalysen in Echtzeit. Darauf aufbauend können Abläufe automatisiert und die Bearbeitung von komplexen Sachverhalten deutlich vereinfacht werden. Hieraus ergeben sich große Chancen für die Gesellschaft, den Staat und die Wirtschaft. Es ist aber auch klar, dass die Digitalisierung nicht nur positive Effekte hat. Es ist bereits jetzt absehbar, dass die digitale Verwundbarkeit in allen Bereichen unseres Lebens und Handelns zunehmen wird. In den kommenden Jahren wird sich das zu einer der zentralen Herausforderungen für unsere Gesellschaft entwickeln. Zu den Kernaufgaben des Staates gehört die Gewährleistung von Freiheit und Sicherheit. Und dies gilt auch im Cyberraum. Für den Staat besteht daher die Pflicht, die laufenden Veränderungsprozesse aktiv zu begleiten. Wir müssen die Rahmenbedingungen so gestalten, dass unsere Werte und Rechte auch im digitalen Cyberraum, in der digitalen Welt beachtet werden. Mit der Cybersicherheitsstrategie, die Ende letzten Jahres vom Kabinett beschlossen wurde, haben wir den strategischen Rahmen zur Verbesserung der Cybersicherheit geschaffen. Leitlinie der Cybersicherheitsstrategie ist, dass die Handlungsfähigkeit und Souveränität Deutschlands auch im Zeitalter der Digitalisierung gewährleistet sein müssen. Eine zukunftsorientierte Cybersicherheitspolitik ermöglicht, dass unser Land die Chancen der Digitalisierung voll ausschöpfen kann, aber die damit verbundenen Risiken beherrschbar bleiben. Als Hochtechnologiestandort benötigen wir eine starke Wirtschaft, die ihre Geschäftsmodelle in eine sichere digitale Zukunft transformiert und zusätzlich neue Service- und datengetriebene Anwendungen entwickelt. So tiefgreifende Veränderungen beinhalten auch Risiken, die offen diskutiert werden müssen. Ich danke daher dem Kompetenzzentrum Öffentliche Informationstechnik und dem Fraunhofer-Institut Focus,
dass sich dieses Themas angenommen haben und die öffentliche Debatte in diesem Bereich damit fördern. Die Verwendung von großen Datenbeständen und ihre automatisierte Analyse versprechen eine ganze Reihe von Vorteilen. Dass wir diese Chancen der Technologieentwicklung auch nutzen sollten, zeigt eine Studie des Branchenverbands Bitkom zum Thema künstliche Intelligenz. Die befragten Bürgerinnen und Bürger versprechen sich viel von einer intensiveren Nutzung der Algorithmen. Zum Beispiel 83% glauben, dass diese zur Reduktion von Verkehrsstaus beitragen können. 68% hoffen, dass Tätigkeiten in der Verwaltung schneller erledigt werden können. Und 54% der Befragten denken, dass diese der Polizei helfen können, Verbrechen schneller aufzuklären. Im Bereich der Verkehrsführung, das kennen die meisten von uns, tragen heute Echtzeitdaten über die Verkehrsdichte zu einer effizienteren, algorithmengesteuerten Routenplanung bei. Solche Effekte wollen wir auch für die Verwaltung erzielen. Qualitativ bessere und schnellere Dienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger stehen weit oben auf der Liste unserer Entwicklungsziele. Die Erwartungshaltung ist, dass Daten, die der Verwaltung bereits vorliegen, nicht noch einmal eingegeben werden müssen. Zukünftig sollen Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen dieselben Daten und Urkunden für verschiedene Anliegen nicht immer wieder neu einreichen müssen. Hierzu benötigen wir eine neu gestaltete Registerlandschaft, und zwar über alle Register hinweg, die intelligent vernetzt werden müssen. Und wir müssen das Once-Only-Prinzip entsprechend einführen. Auf dieser Basis können wir dann Algorithmen nutzen, um kontextbezogene Datenbestände aufzubereiten und damit die Bearbeitung effizienter zu erledigen. Auch proaktives Verwaltungshandeln, das von vielen Bürgerinnen und Bürgern als besonders nutzerfreundlich angesehen wird, ist auf die Unterstützung durch Datenanalyse und Algorithmen angewiesen. Ein Beispiel ist die Zahlung des Elterngeldes nach der Meldung der Geburt des Kindes. Bei solchen Verwaltungsabläufen können künftig aus den Registerinformationen mit Hilfe von Algorithmen der Leistungsprozess automatisiert abgewickelt werden. Wir nennen das das antragslose Elterngeld oder Kindergeld. Das heißt, ohne Interaktion mit den Eltern wird der Prozess angestoßen. Auch politische Entscheidungsprozesse können von der automatisierten Analyse und Aufbereitung großer Datenbestände profitieren. Zum Beispiel bei der Krisenfrüherkennung. Wenn Erkenntnisse über die Entwicklung in der Welt zeitnah automatisiert aggregiert und analysiert werden können, kann auf dieser Grundlage viel früher reagiert werden. So hätte man möglicherweise die Flüchtlingskrise früher in ihrem Ausmaß erkennen können. Algorithmische Datenanalysen eröffnen außerdem die Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Geschehenablaufes zu berechnen. Solche Verfahren sind bereits aus dem Scoring-Verfahren von Kreditinstituten bekannt. Auch die Vorhersage der Ausbreitung von Influenza anhand von Google-Suchen ist ein solches Verfahren. Der Staat kann diese Technologie zum Beispiel auch im Bereich des Predictive Policing nutzen, um Polizeikräfte gezielter einzusetzen. Algorithmen können damit auch zur Verbesserung der Prävention und der Strafverfolgung beitragen. Wesentlicher Faktor bei der algorithmischen Analyse ist immer die Datenqualität, der Kontext und die Datenvollständigkeit. Die öffentlichen Stellen verfügen hier über einen enormen Datenschatz. Dieser muss aber für automatisierte Analysen vollkommen neu erschlossen werden. Aber nicht nur die Erschließung von Datenbeständen wird uns beschäftigen, sondern auch die für ihre Nutzung erforderliche Digitalisierung der Verwaltung ist ein wichtiges Thema, was uns in den nächsten Jahren intensiv begleiten wird. Wenn wir uns die Digitalisierung der Verwaltung ansehen, dann haben wir heute einzelne gute digitale Lösungen für die unterschiedlichen Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmen. Aber wir haben diese Angebote nicht flächendeckend in jeder Kommune
und in jedem Bundesland und nicht für jedes Anliegen. Außerdem sind die heutigen Online-Angebote nicht miteinander vernetzt, sodass der Bürger wissen muss, auf welchem Portal findet er welche Lösung. Wir benötigen also im ersten Schritt eine gemeinsame Digitalisierungsplattform für die Verwaltung auf allen drei Ebenen, Bund, Länder und Kommunen. Diese Plattform ist der Portalverbund, der aus folgenden Bausteinen besteht. Das sind lebenslagenorientierte oder unternehmenslagenorientierte Verwaltungsportale auf allen drei Ebenen, Bund, Länder und Kommunen. Wir brauchen eine intelligente Verknüpfung von diesen Verwaltungsportalen. Wir nennen das den Portalverbund. Wir machen nichts anderes, als die föderale Struktur über diesen Portalverbund abzubilden. Wir benötigen Bürger- und Unternehmenskonten, wo die wesentlichen Stammdaten der Bürger und der Unternehmen gespeichert werden, damit diese Daten, wenn der Bürger es wünscht, nicht nochmal eingegeben werden müssen. Dann brauchen wir noch Basiskomponenten wie eine Postfachfunktion zur elektronischen Kommunikation mit dem Bürger. Dann ein Single Sign-On, wenn der Bürger sich einmal angemeldet hat an einem Portal, wird er freigeschaltet für den gesamten Portalverbund. Und wir brauchen eine E-Payment-Funktion. Falls der Bürger über das Internet eine kostenpflichtige Leistung abwickelt, möchten wir sie natürlich auch elektronisch bezahlen. Wenn wir das implementieren, setzen wir auf bestehende Lösungen auf. Da gibt es gute Lösungen, entweder auf kommunaler oder Landesebene. Eine Neuentwicklung einer digitalen Lösung würde viel zu lange dauern. Das wird die absolute Ausnahme sein. Wie gehen wir weiter? Ein wichtiges Element beim Portalverbund ist die intelligente Verknüpfung der Verwaltungsportale auf den verschiedenen Ebenen. Hierzu ist ein Online-Gateway vorgesehen. Das Online-Gateway wird ein Diensteverzeichnis enthalten, in dem alle digitalisierten Verwaltungsanliegen inklusive der entsprechenden Online-Anwendung registriert werden. Damit haben wir eine Übersicht, welche Anliegen werden wo oder können wo digital genutzt werden. Die Zuordnung soll per Leica-ID, das ist Leistungskatalog-ID, das ist ein Standard in der Verwaltung, und den regionalen Schlüsseln erfolgen. So wird sichergestellt, dass durch die Abfrage des Diensteverzeichnisses über jedes angeschlossene Verwaltungsportal jede Online-Anwendung im Verbund aufgerufen werden kann. Für das Online-Gateway führt der Bund gemeinsam mit einigen Ländern zurzeit ein Proof of Concept durch. Wird der Proof of Concept vom IT-Planungsrat als erfolgreich bewertet, dann sind die fortentwickelten Architekturprinzipien verbindlich. Bereits ab Mitte 2018 soll es dann möglich sein, Landesportale über das Online-Gateway anzubinden und damit Schritt für Schritt den Portalverbund aufzubauen. Außerdem haben wir noch Kriterien für die Portalverbundfähigkeit erarbeitet. Die Abstimmung innerhalb des IT-Planungsrates dazu laufen noch. Anhand der Kriterien kann jedes Verwaltungsportal auf den drei Ebenen überprüft werden, ob es portalverbundfähig ist. Das heißt, vielleicht ist gegebenenfalls noch etwas zu tun. Da kann man erkennen, ist das bestehende Portal portalverbundfähig oder was muss noch gemacht werden, damit es portalverbundfähig ist. Wichtig ist aber, dass wir parallel zum Portalverbund immer mehr Verwaltungsleistungen online anbieten, dass sie online verfügbar sind. Hierzu haben wir im IT-Planungsrat ein Digitalisierungsprogramm gestartet. Mit dem Programm werden ganz konkrete Anliegen und Verwaltungsprozesse in die digitale Realität überführt. Zurzeit werden in einzelnen Arbeitsgruppen 8 Anliegen digitalisiert. Hierdurch wollen wir Erfahrungen sammeln, in der Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen und Basiskonzepte zu entwickeln, um dann in die größere Menge zu gehen. Denn das, was wir dort machen, kann nur ein Anfang sein. Wenn wir die Digitalisierung der Verwaltung wirklich voranbringen wollen, dann benötigen wir deutlich mehr als 8 Anliegen pro Jahr, die wir digitalisieren. Ergänzend zu den Aktivitäten des IT-Planungsrates ist auch ein Gesetz zur Verbesserung des Online-Zugangs zu Verwaltungsleistungen, kurz Online-Zugangsgesetz, in Kraft getreten. Mit diesem Gesetz sind alle Verwaltungsleistungen auf den entsprechenden Verwaltungsebenen innerhalb von 5 Jahren nach Inkrafttreten elektronisch anzubieten. Ausgenommen sind nur die Dienstleistungen, die rechtlich oder tatsächlich dafür ungeeignet sind.
Die digitalisierten Verwaltungsleistungen sind zeitgleich über die Portale von Bund, Ländern und Kommunen anzubieten. Und diese Portale werden zusätzlich zu einem Portalverbund verknüpft. Das heißt nichts anderes, dass wir mit dem OZG eine gesetzliche Grundlage für den Portalverbund geschaffen haben. Aus dem Online-Zugangsgesetz ergibt sich, dass ca. 500 Verwaltungsanliegen künftig online angeboten werden müssen. Wenn man jetzt mal ein bisschen rechnet, um diese Anzahl innerhalb von 5 Jahren umzusetzen, 500 durch 5 heißt, 100 Anliegen pro Jahr sind zu digitalisieren. Wenn man mal versucht einzuschätzen, ob das realistisch ist, wenn der Bund oder ein Land alleine versucht, 100 Anliegen pro Jahr zu digitalisieren, wird das mehr als eine Herausforderung sein. Das heißt, wir müssen die Arbeit so aufteilen und intelligent verteilen, dass nicht einer für sich alleine 100 Anliegen digitalisiert. Das heißt, was machen wir? Daher ist eine Aufteilung dieser Digitalisierungsvorhaben auf die einzelnen Länder und den Bund sinnvoll. Einer übernimmt ein Anliegen und stellt die entsprechende Online-Anwendung anschließend allen anderen zur Verfügung. Das ist das Prinzip einer für alle. Der Portalverbund bietet dazu die Plattform, das heißt die Digitalisierungsplattform. Auf diese Weise müssen rein rechnerisch der Bund und 16 Länder, das sind 17, wenn sie 100 durch 17 dividieren, 6 Anliegen pro Jahr digitalisieren. Und da sieht man, das scheint deutlich realistischer zu sein. Aus dem Digitalisierungsprogramm, was ich eben kurz erwähnt habe, haben wir entsprechende Vorgehensweisen, Konzepte und wir kategorisieren die einzelnen Anliegen in Anwendungstypen und wissen dann, wie die umzusetzen sind. Natürlich werden wir auch die Anliegen, die zu digitalisieren sind, noch priorisieren. Dafür gibt es umfangreiche Studien. Alle relevanten Studien werden wir berücksichtigen, wie zum Beispiel die Top-Anliegen für Bürger, die Top-100-Anliegen für Bürger und die Top-100-Anliegen für Unternehmen, damit wir am Anfang die relevantesten als erstes digitalisieren. Neben den Chancen der Digitalisierung und der Algorithmennutzung dürfen wir die damit verbundenen Risiken jedoch nicht außer Acht lassen. Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Staat muss auch bei stärkerer Automatisierung und Datenanalyse erhalten bleiben. Der Umgang mit den Bürgerdaten und den entsprechenden Verwaltungsentscheidungen müssen für den Bürger transparent und nachvollziehbar sein. Wir müssen echte Mehrwerte für die Bürgerinnen und Bürger schaffen und ihre Rechte wahren und schützen. Ein wichtiger Faktor dafür ist, dass diese Anforderungen bereits im Entwicklungsstadium berücksichtigt werden. Die Verwendung des Privacy-by-Design-Prinzips bei der Anwendungsentwicklung und der Architekturentscheidung wird dazu einen wichtigen Beitrag leisten. Algorithmen und Datenanalyse müssen wir als Werkzeuge zur Qualitäts- und Effizienzverbesserung von Verwaltungsabläufen verstehen. Sie können und sollen das Ermessen eines Verwaltungsbeamten nicht ersetzen. Ihr Anwendungsgebiet liegt damit entweder im Bereich der Entscheidungsvorbereitung oder in der Teilautomatisierung von Entscheidungen, die anhand objektiver, automatisiert prüfbarer Kriterien erfolgen. Ein solches Vorgehen reduziert das Risiko der Diskriminierung auf der Basis von Algorithmen, weil Entscheidungen grundsätzlich noch vom Entscheider überprüft und gegebenenfalls korrigiert werden können. Letzteres setzt jedoch voraus, dass die Arbeitsweise des Algorithmus transparent ist und der Entscheider über das nötige Fachwissen verfügt. Bei komplexeren Verfahren sollte daher auch gegebenenfalls ein Algorithmen-TÜV eingeführt werden, bei dem Fachleute prüfen, ob der Algorithmus für bestimmte Konstellationen vielleicht problematische Ergebnisse produziert. Überprüfungsstand muss dabei aber auch der Schutz von automatisierten Analyse- und Entscheidungsprozessen vor Manipulationen durch Dritte sein, denn auch das ist eine weitere Gefahr, die besteht. Neben solchen präventiven Maßnahmen der Fehlererkennung und Vermeidung müssen sich selbstverständlich auch programmierte Analyse- und Entscheidungsprozesse an Recht und Gesetz messen lassen und die Rechtmäßigkeit der Entscheidung und ihrer Tatsachengrundlage gerichtlich überprüfbar sein.
Ich bin überzeugt, dass sich mit entsprechenden Maßnahmen die Risiken minimieren und die Chancen gewinnbringend realisieren lassen. Der Staat und die Verwaltung verfügen über einen großen Datenschatz, der zum Wohle der Gesellschaft und der Wirtschaft gehoben werden sollte. Aktuelle und zukünftige Vorhaben der Verwaltung schaffen derzeit die notwendigen Voraussetzungen dafür. Die gesellschaftliche und politische Diskussion über die Rahmenbedingungen und Reichweite der Erschließung von diesen Daten hat aber erst gerade begonnen. Das ist nicht nur ein nationales Thema, das ist ein internationales Thema und diese Diskussion wird nicht nur bei uns geführt, sondern auch international. Wir können und sollten von diesen internationalen Erfahrungen profitieren. Wir haben Kontakte in die einzelnen europäischen Länder und da gibt es einzelne Länder, die schon deutlich weiter sind als wir. Das sollten wir uns ansehen, damit wir nicht die Erfahrung nochmal machen. Jetzt bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen eine interessante Diskussion, denn die Algorithmen werden uns die nächsten Jahre intensiv begleiten. Vielen Dank. Vielen Dank, lieber Herr Staatssekretär Witt. Ich glaube, also wir haben sogar 5 Minuten Zeit, um gegebenenfalls Fragen aus dem Publikum entgegenzunehmen. Wenn Sie zu dieser Rede Fragen haben, ein Handzeichen und dann kommt ein Mikrofon vorbeigeflogen. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Günter Tauer von der Firma TBS. Ich habe an Herrn Witt eine Frage. Sie haben über Prognostik gesprochen, die also zukünftig im öffentlichen Bereich eingesetzt werden soll. Was machen wir? Wir hatten 2007 die Finanzkrise. Wenn, ich sag mal, die andere Seite auch Prognostik einsetzt und unter Umständen den Eurokurs manipuliert. Das ist heute schon technisch möglich. Ich meine, es gab diese ersten Sachen auch zur Finanzkrise, dass eben Computer eingesetzt worden sind, um bestimmte Kurse zu manipulieren. Das heißt, es übersteigt mehr oder weniger die nationale Ebene wie auch die internationale Ebene und es ist legal, es ist nicht verboten. Also ich glaube, wir befinden uns in so einer Sache, dass wir, ich meine, nicht umsonst gibt es dieses Institut, das jetzt von Elon Musk und auch mit Stephen Hawking da gegründet worden, die Auswirkung der AI auf die Menschheit. Und das hinterlässt bei mir noch sehr viele Fragezeichen, also wie wir vorgehen sollen. Das kann ich gut verstehen. Das gibt aber für alle Bereiche, denn wir wissen, wenn Sie jetzt nochmal den Cyberbereich nehmen, dass die Angreifer immer professioneller werden. Das sind professionelle Organisationen. Und wenn Sie weiterdenken, wenn die entsprechende finanziellen Mittel haben, was man dort alles mitmachen kann und verwenden kann, Sie können im Cyberbereich heute sich ganz konkrete Dinge mieten für irgendeinen Angriff. Das heißt ja nichts anderes, dass der Markt sich rasant entwickelt. Deswegen bin ich der Meinung, dass wir als Verwaltung, das in jedem Bereich, uns mit Algorithmen und künstlicher Intelligenz beschäftigen müssen, und zwar in allen Bereichen. Und wenn wir uns damit beschäftigen, gibt es immer Chancen und Risiken und wir müssen davon ausgehen, dass andere das auch machen werden, die sozusagen völlig andere Dinge damit machen wollen, als das, was wir machen wollen. Deswegen müssen wir uns damit beschäftigen, um überhaupt zu verstehen, A, welche Möglichkeiten es gibt und wo es eingesetzt werden könnte und wie wir uns dagegen wehren können. Denn aufgrund der Datenmengen, die entstehen werden, werden wir nicht mehr in der Lage sein, mit den herkömmlichen manuellen Mitteln das entsprechend zu bearbeiten. Nehmen Sie die Krisenfrüherkennung, gibt es 2 schöne Projekte, wo man relativ früh erkennen kann, wo sich irgendwo in der Welt etwas entwickelt und dann entsprechend mit Algorithmen, die zurzeit entwickelt werden, zu schauen, welche Auswirkungen könnte es auf Deutschland haben. Vielen Dank. Wir machen weiter im Programm. Eine Frage noch. Okay, die letzte Frage. Marianne. Moment. Von Dataport. Stopp. Herr Witt, eine Frage. Die öffentliche Verwaltung setzt ja schon seit Jahrzehnten Algorithmen zur Erledigung ihrer Arbeit an, in allen Fachverfahren. Wo liegt aus Ihrer Sicht der maßgebliche Unterschied zu dem, was heute und morgen und übermorgen möglich wird, unter anderer Nutzung, andere Intelligenz der Algorithmen? Das würde mich sehr interessieren.
Es gibt zwei Aspekte. Ich habe jetzt nur mal Elterngeld genannt, weil es schön plakativ ist. Elterngeld kann völlig automatisiert bezahlt werden. Also das heißt, dieser Vorgang angestoßen werden. Indem ich in gewisse Dateien reingehe, die Ankunft, die man unterstellt, Bürger sagen, ja, das ist soweit okay, könnte ich da rein, könnte mir sozusagen aus den Steuerdateien das Einkommen des letzten Jahres mir rausholen und daraus berechnen, wie das Elterngeld aussehen soll. Da gibt es noch ein paar Varianten, da kriegt man angeboten, in welchem Zeitraum man was bekommt. Eine Möglichkeit bestehen, auf Daten automatisiert, antragslos Verwaltungsanliegen abwickeln, ohne dass der Bürger aktiv werden muss. Zweites Thema, komplexe Sachbearbeitungsvorgänge, die heute manuell durchgeführt werden. Da habe ich mir ein paar Dinge angesehen, ich lasse mal weg, in welchem Bereich das war. Heute kann man mit Algorithmen gewisse komplexe Sachbearbeitungsvorgänge deutlich effizienter abwickeln. Um das Beispiel mal ganz allgemein zu machen, stellen Sie sich vor, Sie haben 5 Datenbestände und in 5 Datenbestände suchen Sie nach Mustern. Davor sitzt jemand, ein Top-Experte, der sich seit 10 Jahren mit diesen Themen beschäftigt. Dann geht er durch diese 5 Dateien durch und guckt sich das an. Das kann man automatisieren. Was nicht bedeutet, um das auch klar zu sagen, dass sozusagen dieser Algorithmus irgendeine Entscheidung trifft. Aber der bereitet die Daten so auf, dass der hier Fachexperte davor sitzt, viel schneller zu einer Entscheidung kommt. Also nicht missverstehen, die Analyse, die heute manuell gemacht wird, das Beispiel, was ich im Kopf habe, da dauert so eine Analyse 5 Stunden, die der Sachbearbeiter macht, weil das so komplexe Dinge sind, könnte der Algorithmus innerhalb kürzester Zeit erledigen, die Daten so aufbereiten, dass der Fachexperte davor nicht 5 Stunden braucht, sondern vielleicht eine Viertelstunde, um eine Entscheidung zu treffen. Da wäre für mich der weitere Schritt. Was man dafür braucht, um das auch deutlich zu sagen, das Fachwissen von diesem Experten, damit der Algorithmus geschrieben wird. Schlecht wäre, wenn dieser Algorithmus von irgendwelchen anderen Experten entwickelt und geschrieben wird und der Fachexperte, der davor sitzt, nicht weiß, was der Algorithmus macht. Das geht schief. Das kann ich sagen, da haben wir Erfahrung gesammelt.